Novene zur Mutter der Barmherzigkeit, dritter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Wir beten für die Sterbenden und empfehlen sie in besonderer Weise der Mutter Gottes, der Barmherzigkeit. Sie ist die große Fürbitterin für eine gute Sterbestunde und will besonders jenen helfen, für die niemand betet und auch solchen, die allein und verlassen sterben. Wir bitten die Mutter Gottes, der Barmherzigkeit, besondere Fürsprache vor dem Throne Gottes einzulegen für die sterbenden Todsünder. Möge sie in jener Stunde jede Seele die Gnade erlangen, von Herzen zu bereuen und die göttliche Barmherzigkeit anzurufen und unumschränkt anzunehmen. Mutter Gottes der Barmherzigkeit, du liebst alle Sterbenden und dein barmherziges Mutterherz wünscht nichts sehnlicher, als dass alle gerettet werden. Erbitte allen Sterbenden die Gnade, aus Liebe zu Gott alle Sünden aufrichtig zu bereuen, die Sakramente zu empfangen und voll inständigen Vertrauens ihr ganze Zuflucht zur göttlichen Barmherzigkeit deines Sohnes und zu dir zu nehmen. Mögen sie die Barmherzigkeit deines Sohnes so empfangen, dass sie den Schrecken der Todesstunde nicht erfahren. Erfülle die Herzen aller Sterbenden mit Trost und Zuversicht durch dein Wirken als Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Barmherziger Jesus, erhöre die Fürbitte deiner heiligsten Mutter um Barmherzigkeit für die Sterbenden. Ihr unbeflecktes Herz ist ihre sichere Burg in der Stunde des Todes. Das Gebet deiner Mutter erwirkt ihnen deine Hilfe und dein Erbarmen. Um der Verdienste deines bitteren Leidens und Sterbens und der Schmerz Mariens willen, erweise den Sterbenden große Barmherzigkeit und führe sie in dein himmlisches Reich. Durch ihre Rettung wird deine Barmherzigkeit in Ewigkeit verherrlicht werden. Amen. O Maria, öffne uns das Tor der Barmherzigkeit. Beten Sie bitte nun den Rosenkranz zur Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit. Dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit. Dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers,
Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Herrn Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.